Okay, so, erstmal verkaufen, was wir nicht mehr brauchen. Das sind unsere Tiere hier, die bleiben natürlich. Bauteil bleibt auch. Den ganzen Schrott können wir mal verkaufen. Ganzen Klamotten von den Leichen. Energieschild. Kann ich eigentlich auch raushauen, habe ich keine Verwendung für. So, dann hätte ich knapp 800. Was willst du für den Affen haben? 425, aber es ist nur ein Affe. Das ist blöd an der Sache. Der kann allerdings mit Sicherheit auch tragen lernen. Bin ich mir relativ sicher, dass der das kann. Komm, ich will einen Affen haben. Es hilft nichts, ich will jetzt einen Affen haben. Mal hier Herz, bionischer Arm. Oh nee, halt, Moment. Ich will keinen Affen haben. Ich brauche einen bionischen Arm. Aber der ist wahnsinnig teuer. 2100 noch was. Puh. Kriege ich die irgendwie zusammen, wenn ich so ziemlich alles verkaufe, was ich habe? Meine Tiere möchte ich ungern verkaufen. Aber sonst habe ich auch nicht mehr viel im Angebot. Die alle verkaufe. 1100. Das ganze Zeug da unten, wo ich noch Massen habe, ist er nicht interessiert. Die Alpakas, von denen könnte ich mich zur Not noch trennen. Die Hunde will ich auf jeden Fall behalten. Selbst dann habe ich erst 1600. Wie brauche ich? 2100, also 500. Müsste ich noch irgendwie zusammengekratzt bekommen. 500. Geben sich, ich weiß leider nicht wie. Wenn ich die Bauteile alle verkaufe, selbst dann reicht's nicht. Aber die brauche ich ja auch. Ich mich aber auch nicht von den Hunden drin. Fürchte, das wird leider noch zu teuer sein. Reset. Das kann alles weg. Das ist klar. Das braucht kein Mensch. Okay, machen wir erstmal das annehmen. Haben wir schon mal 500 extra. Silber liegt jetzt da rum. Kondor, du sammelst das bitte mal aus. Du sammelst das bitte mal ein jetzt. Essen kannst du später noch. So, habe ich noch. Ich muss mal kurz gucken. Habe ich noch irgendwo Silber rumliegen? Hier noch irgendwo Silber rum? Nee. Da oben vielleicht, an der kleinen Silberader, die ich da gefunden habe. Nee, haben wir auch alles eingesammelt. Ist denn noch irgendwo Silber auf der Karte? Zufälligerweise. Was haben wir hier? Kalkstein. Eisen. Stein. Nee, das sieht mal nicht so aus. Hier liegt jede Menge Stahl rum. Warum auch immer. Mal hier. Das sind keine Biber, oder? Steinböcke. Okay. Marmor. Marmor. Ist auch alles Marmor. Plastahl. Aha. Den könnte ich noch abbauen, aber das dauert wahrscheinlich ewig. Bei 10.000, bis ich den weg habe. Bis dahin ist die Karawane sicher schon weg. Kalkstein, Stahl. Aber irgendwas abbauen, was ich zu Geld machen kann. Liegt hier noch rum? Bauteile? Oh.
Okay, wir sind auch noch welche. Interessant. Aber sonst sehe ich nirgendwo mehr Silber. Leider, leider. Da ist noch was, oder? Marmor? Ne, ist alles Marmor. Sieht nur dunkler aus. Granitwand. Da sind auch noch Bauteile. Kann ich auch schon mal einen Auftrag geben. Marmor. Nee. Nö. Gibt nichts mehr, was ich noch. Raumschiffstück. Abreißen. Ja, schade, dann wird da kein Arm für ohne Uranader. Vielleicht könnte ich Uran abbauen und das verkaufen. Teste ich jetzt mal. Kondor. Arbeit. Bergbau. Kondor. Trägt das Silber gerade zur Lagerzone. Ja, komm, dann mach das zuerst mal. Wecke ich mal Connor noch auf. Sage ihm, er soll das Uran abbauen. Connor nimmt mal noch das restliche Silber da. Los, Connor, beeil dich. Hau so viel ab, wie du kannst. Nein, nicht ausruhen, abbauen. Weißt du, dass ich dir jetzt erstmal ein bisschen Stress verursache, aber das muss jetzt halt sein. In Hoffnung, dass die gut zahlen für das Uran. Oh Gott, das dauert aber auch ewig. Sonneneruption. Starke Strahlung macht alle elektronischen Geräte unbrauchbar. Na toll. Mach weiter hier. Nicht weglaufen. Condor kann jetzt gleich erstmal die Biber verwursten. Das passt. Mal gespannt, ob wir für so einen Uran-Chunk da was kriegen von den Händlern. Musik schon wieder so laut? Nee, mich nicht. Weiter. Kriegt ihr da nicht irgendwie eine Verstrahlung oder sowas, ne? Sieht mal nicht so aus. Du sollst weiter abbauen, habe ich gesagt. So. Uran tragen. Ich bin mal gespannt, ob die für das Uran was bezahlen. Handeln. Okay. Also Uran würden sie kaufen, aber geben halt kaum was dafür. Jetzt werde ich den Tipp mal beherzigen. Ich schau noch mal, kann irgendjemand sozial Sozial 4. Nix, 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 nix. Nee, ich hab nur Kondor, leider. Es hilft nix, ich hab nur Kondor. Dann
1000, ne, 136, das reicht aber auch nicht. Selbst wenn ich alles verdickere, was ich hier noch habe. Die Alpakas dazu. Labradore behalte ich. Wären 1700. Reicht nicht. Ach Mann. Wenn ich die Hunde drauflegen würde, würde es, glaube ich, reichen. Bionischer Arm. Ja, dann wird es reichen, aber die Hunde will ich nicht abgeben. Gut, dann machen wir Reset. Verkauft ihr das Uran trotzdem? Moment, habe ich jetzt richtig geguckt? 2060. Wenn ich noch ein Uran abgebaut kriege, bevor die Karawane verschwindet, dann reicht's. Dann wäre ich alle Bauteile los. Die Frage ist, ist es das wert? Zumal ich ja auch erstmal Medizin bräuchte noch, um hier Glitzerweltmedizin, um die Operation überhaupt vernünftig durchführen zu können. Ach man, das ist schwierig, das ist schwierig. Set. Ich denke mal, da müssen wir noch eine Weile warten. Ein Gebiss habt ihr ja nicht zufällig dabei, oder? Was habt ihr denn da noch so? Bionischer Arm? Bionisches Auge? Können wir uns aber auch nicht leisten. Ein Herz habt ihr dabei? Ja, den hätte Rose, das hätte Rose mal gebraucht. Aber gut. Kochen Neurotrainer. Neurotrainer implementiert Nanotechnik in das Gehirn des Benutzers, welche die Fähigkeiten im festgelegten Bereich verbessern. Aha, kann ich mir aber auch nicht leisten. Wäre ja auch ganz praktisch. Jedes Uran kannst du auf jeden Fall mal haben, das brauche ich derzeit nicht. Tja, ich glaube, dann nehme ich einfach den Affen noch und dann lasse ich es gut sein. Dankeschön. Ich habe einen Affen, der Tiere, der muss auch hier bei den Haustieren bleiben und der soll auch, oh, der kann nicht transportieren. Affe 1 ist zu klein, um das zu lernen. Ernsthaft? Dann nutze ich ihn einfach als Kampfaffe. Was soll der Geiz? Dann soll er halt mit angreifen. Das passt schon. Konrad geht weiter Uran abbauen. Okay. Das wäre aber auch ganz schön. Was haben die eigentlich so für Waffen hier dabei? Messer. Gladius. Brandgeschosswerfer. Ne, mit denen will ich mich nicht anlegen. Ich hatte gerade kurz so eine Idee, aber ich habe mich gerade dagegen entschieden. Die sind mir zu heftig. Okay, ich will, dass du jetzt mal als allererstes diese Viecher da schlachtest. Außerdem brauche ich dringend Stahl, um die Kühlung bauen zu können. Bergbau, Bergbau, Bergbau. Erdferkel, Bergbau. Wo ist die Erdferkel denn? Erdferkel pflanzt hier an, okay, das ist auch wichtig, das muss auch gemacht werden. So,
guck mal hier. Mysteriöse Fäulnis hat deine Pflanzen befallen. Groß deiner Ernte verpflichtet. Och nö. Gerade erst angepflanzt, schon vernichtet worden. Besser jetzt, als wenn es passiert wäre, wenn es schon bei 90% gewesen wäre. Naja, gut. Halt nochmal anpflanzen. Werden gebutschert. So, wo ist Connor jetzt hin? Verschwunden. Der ist da unten am Weiterklopfen. Ich möchte aber, dass du jetzt da oben erstmal weiterklopfst. Das ist erstmal wichtiger. Stahl brauche ich nämlich dringender. Habe ich noch 98. Warum baut eigentlich keiner was? Bauen? Humphrey? Der ist mit der Tierpflege voll ausgelastet, kann das sein? Ich glaube fast ja. Gut, dann muss Dietrich jetzt mal bauen. Wenn das, glaube ich, gar nicht kann, oder? Konstruktion 4 immerhin. Naja, gut. Wird schon. Unten lag doch auch noch wahnsinnig viel Eisen, oder? Irgendwo hatte ich doch eben noch so ein riesiges Eisenvorkommen entdeckt, das da rumlag. War denn das nochmal? Man müsste hier echt so Marker auf der Karte sein. Da ist es, oder? Genau. So, auf, dann machen wir das doch jetzt anders. Dann habe ich nämlich genug Eisen. Jeder geht hier mal eine Runde Stahl holen. Auch du, Connor. Sonnensturm ist vorbei. Gut. Herr Humphrey? Wäre mir ganz recht, wenn du mal die Kühlung bauen würdest. Die wäre am wichtigsten zurzeit. Arbeite an Kühlung. Natürlich nur noch 22 Stahl übrig. Was nochmal 60? Das reicht nicht ganz. Braucht 90. Und Bauteile eben. Da liegen aber Bauteile. Das ist kein Problem. Du kannst doch immer pro Gang nur 15 tragen. Ich erinnere mich. Da war ja was mit deinem Arm, ne? Was war das? Irgendein Tier gerade angegriffen worden oder so? Nee. Prozent Wolle. Die Hunde sind satt. Sind auch erstmal ernährt. Okay. Hier oben wird weitergebaut. Humphrey hat wieder Zusammenbruchrisiko. Muss der wieder behandelt werden? Ne, noch nicht. Ist einfach nur so mies drauf. Wenn er sehr müde ist. Okay. Gut, aber die Kühlung wird jetzt gebaut. Das kann er gerade noch fertig machen. Danach darf er ja auch schlafen gehen. Ich bin ja nicht so.
Und baue das Ding fertig. Karawane zieht wieder ab. Ist in Ordnung. Und hier stellen wir ein Zieltemperatur. Minus 3 Grad. Sollte reichen, um die Nahrungsmittel zu kühlen. Vielleicht bauen wir bitte die Leitung da fertig. Damit das Ding auch Strom hat, bevor unser Essen hier verdirbt. Das kannst du später fertig bauen. Gut, jetzt ist es verbunden. Jetzt sollte es hier drin gleich kühler werden. 18 Grad, 17 Grad, sehr gut.